Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Hall of Gaming. Mein Name ist Dominik und ich habe heute zwei Chaoten dabei, und zwar Jack und Solutar. Servus. Hört auf zu lachen. So, jetzt dürft ihr erstmal was über euch erzählen, dass ihr mal wieder runterkommt. So, auf geht's. Solutar, ich lasse dir den Vortritt. Oh, vielen Dank. Ja, guten Tag alle. Mein Name ist Solutar. Ich, bin 21 Jahre alt. Ich bin auf YouTube unterwegs, um Let's Plays zu machen mit dem Jack zusammen. Das macht voll viel Spaß. Also macht's wirklich, weil Planet Side 2 und so, das macht immer Spaß. Und, ja, was kann ich denn noch so erzählen? Etwas über dich. Über mich, Was machst du? Ich bin groß, ich bin reich, ich bin schlank. Nein, das mache ich. Ich studiere Schauspiel an der Universität der Künste in Berlin. Ich wohne in Zürzdorf, das ist im Norden von Berlin, im Umland von Berlin. Wie alt bist du denn zum Beispiel? Hab ich schon gesagt, 21 Jahre. Scheiße. Ja, also mehr weiß ich eigentlich auch nicht groß zu erzählen. Ansonsten, ja, ich zocke gerne Spiele und ansonsten lasse ich meine Kreativität freien Lauf, wenn ich in der Uni bin. Selten, wenn ich mal hier bin, aber das reicht dann auch. Ich mache gerne Witze, ich lache gerne. Mit dem Jack geht das immer gut. Hier auch, wie ich gemerkt habe. Überlass einfach Jack das Reden. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Naja, Ich bin schon kurz davor, einen Lachkampf zu geben. Was über mich? Wie gesagt, mein Name ist Jack oder Jack Silence oder The Jack Silence, aber Jack ist am besten. Bin ebenfalls 21 Jahre alt, studiere in Weinstephan, das ist bei Freising. Und wer nicht weiß, wo Freising ist, das liegt bei München. Und wer nicht weiß, wo München liegt, das liegt weit unten im Süden. Und ja, da er gesagt in der Nähe vom Münchner Flughafen, und komplizierter konnte man es nicht sagen. Und ja, mache wie gesagt Videos von allen möglichen Spielen, die mir Spaß machen. Es sind überwiegend Multiplayer-Spiele, so wie Battlefield oder War Thunder oder Planet Side 2. Und ich mache aber auch gerne halt die Singleplayer-Spiele, das ist zurzeit ja Remember Me. Und gibt's sonst noch, was kann ich sonst noch über mich sagen? Ja, ich bin eine witzige Person, die irgendwie aus allen möglichen einen Witz macht. Wie hier. Ja, du machst den ganzen Tag nur Witze. Es heißt jetzt hier in dem Interview oder in deinen Videos. Genau. Wie kommt es denn eigentlich, dass der komplette Kanal eigentlich nur Jack Silence halt heißt? Weil ich meine, ihr gehört ja beide so gesehen zusammen. Darf ich das erzählen, Jack? Wenn du es schaffst, ja. Okay, ja, also du unterbrichst mich ja sowieso, wenn irgendwas dir nicht passt. Ja, nein. Also es war so, ich wurde von dem Jack zuerst angeschrieben mit einer persönlichen Nachricht auf YouTube. Er hat Werbung für sich gemacht, hat dann später auch gesagt, dass er das total blöd von sich eigentlich fand. Aber ich habe trotzdem aus Interesse auf seinen Kanal geguckt und ich habe damals ein Video von ihm gesehen. Er hat da Battlefield 3 nur gezockt oder ich glaube auch GTA ein bisschen. Ja. Und da habe ich das Video von ihm gesehen und habe so... Ich habe gerade angefangen, also schon ein Jahr hinter mich von dem Schauspielkurs. Ich habe einfach darauf geachtet, was ist er für ein Typ? Wie ist er einfach? Und dann habe ich einfach gemerkt, der kann eigentlich was. So rein vom Let's Playen her. Der hat einfach was drauf, sage ich mal so. Und ich habe gemerkt, aber ein paar Sachen fehlen ihm einfach noch. Und dann habe ich ihn zurückgeschrieben, habe ich ihn angeschrieben. Hey, vielleicht könnte ich ja mal mitmachen oder so. Was hältst du davon? So, also ganz, ganz, ganz schüchtern noch zurückhalten. So, meinte er, ja, na klar, komm einfach in TS so. Da war auch gleich der Jörg und dann ging das los. Und so ab 12 Abonnenten war ich dann mit dabei und habe mitgemacht. Und ich sage dann eigentlich auch heute immer, ich bin der witzig ist. Jack macht die harte Arbeit für den Kanal. Jetzt bräuchten wir nur noch Sexappeal. Das heißt, alle Weiblichen, die das jetzt hören, bewerbt euch bei uns. Wir könnten eine Frau brauchen. Vor allem eine bestimmte. Ja, genau, deswegen heißt der Kanal immer noch The Jack Silence, obwohl wir beide da unterschiedlich oft aktiv sind. Ja. Also habt ihr noch nie irgendwie über einen neuen Kanal nachgedacht, wo ihr dann so gesehen umbenennt, dass ihr dann beide irgendwie
mit inbegriffen sein in dem Namen? Nö. Also ich finde es so, wie es ist, eigentlich auch ganz in Ordnung. Wir konzentrieren uns eigentlich mehr darauf, die Leute zu unterhalten und selber für uns Spaß zu machen. Das heißt jetzt mit diesem, dass man eindeutig sieht, wir zwei haben diesen Kanal, das ist mir zumindest nicht so wichtig. Obwohl ich ihn Jack einmal darauf angesprochen habe, dass wir das einmal ganz geklärt haben mit allem, was in der Zukunft auch ist. Das war mir einmal kurz wichtig und dann wollte ich es erledigt haben, weil das Thema war ein bisschen unangenehm, so dieses Ernste. So, ich habe eigentlich mehr lieber den Spaß mit dem Kanal. Ja, und den haben wir jetzt auch weiterhin. Ne, Jack? Ja, auf jeden Fall. Wie man sich selbst so Lutauben bringen. Krass, das hat man gehört. Ja, das mache ich auch extra laut nochmal. um mal auf den Kanal dann wieder komplett zurückzukommen und nicht so viel Quatsch zu labern. Wie Check immer. Was man aber bei euren Videos jetzt allgemein auch sieht, das geht halt dann mehr so in den Horror-Game-Bereich, sag ich jetzt mal. Wie kommt es, dass ihr euch da mehr oder weniger auf den Horror-Game-Bereich dann fixiert? Ich meine, ihr spielt auch andere Spiele, das ist kein Thema, nur man sieht halt dann mehr irgendwie The Hidden oder ja allgemein halt so Horrorspiele. Weiß ich nicht, Solota, soll ich das beantworten? Kannst du das überhaupt beantworten? Ja, eigentlich, also es ist mir egal, willst du oder soll ich? Ist mir ja, egal, ich könnte es auch. Ja, dann beantworte ich das mal. Du kannst ja sagen, was redest du da für einen Schwachsinn? Okay. Nein, wegen dem Horrorbereich. Also The Hidden ist eigentlich gar nicht mal so viel Horror. The Hidden ist, das ist ein Co-op-Survival-Ego-Shooter-Game, in dem es halt, ich glaube, bis zu 9 Spieler mitspielen können und einer von denen ist halt ein Monster, was unsichtbar ist. Allerdings ist es bei dem Spiel so, wenn du ein voller Server bist, ist es eigentlich mehr Fun. Weil alle möglichen Leute reden dann irgendwas und du verarschst die Leute dann. Wenn du allerdings nur zu dritt das ganze Spiel spielst, dann kannst du wirklich den Leuten richtig Angst einjagen bei dem Spiel. Und das habe ich halt mit dem Crusader halt öfters gespielt, weil es einfach, also ich mag dieses Spiel einfach, wir beide mögen es und es ist einfach, es ist lustig, wir haben unseren Spaß dran und ja, bei den anderen Spielen, was habe ich denn an Horror gemacht, so Killing Floor habe ich einmal kurz angespielt, da werde ich vielleicht auch mal wieder was zeigen, wegen anderen Gruselspielen, es ist die Tatsache, mein Talent ist das, sind meine Grimassen, glaube ich, und auch, dass ich so ein bisschen manchmal schon so, wenn ich einen Schock bekomme, irgendwas völlig Verrücktes dabei mache, deswegen ich ja auch, ja, natürlich die Facecam immer mit benutze und ich glaube, dass das beste Beispiel ist das. Och Gott, wie heißt das denn nochmal? Das war so ein ganz altes Spiel, irgend so Bubbler Ghost. Das ist so eine 2D-Story, wo du einfach nur auf deinem Internetbrowser runterscrollst und da steht dann halt immer zu jedem Bild was. Und du erwartest eigentlich überhaupt nichts Schlimmes. Es ist wirklich gut umgesetzt. Ach, das Ding. Ach, genau. Und dann an einer Stelle passiert es plötzlich, dass dein Internetbrowser von selbst runterscrollt und sich dann das Bild brutal schnell bewegt. Und weil du das nicht erwartest, kriegst du einen wirklich sagenhaften Schock in diesem Spiel. Und ich bin so nach hinten gezogen und hab fast geheult. Es war auch, ich hab danach so gemacht und klang etwas komisch. Also es ist einfach, weil mein Talent ist mehr das mit den Grimassen. Das mache ich ja auch in den Singleplayern immer, dass ich die Facecam jetzt mit dabei habe. Ja, das habe ich schon öfters mal zu Kollegen gesagt oder so, da erschrickt man von dir wahrscheinlich mehr als bei manch anderen Spielen, um echt zu sein. Da schaust du dann bloß noch auf die Facecam, wow, und der zuckt wieder zurück. Ja, es ist, naja, mein Gesicht drum, halt. Drum sage ich ja, ich habe hier 2 Chaoten, sei es in den Videos oder jetzt im Interview. Ja, Solota, du zählst dazu. Aber jetzt allgemein nochmal auf den Namen zurückzukommen. Wie bist du dann auf Jack Silence gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Es war einmal allein. Okay, machen wir es kurz. Das mit dem... Ich sag von Anfang an, das The war nur wegen YouTube. Ansonsten hätte ich nur Jack Silence genommen, aber das gab's schon. Ich weiß nicht, kennst du Stargate? Ja. Ich habe
das Jack habe ich da. Ja, da. Gott, wie heißt der nochmal? Colonel Jack? Jack O'Neill? Ach so, Jack O'Neill, ja. Jack O'Neill, genau. Von dem habe ich mir das Jack rausgenommen. Und das habe ich auch in so ziemlich fast allen Multiplayer-Spielen habe ich das drin. Das hatte ich schon damals in Counter-Strike drin. Also ich habe wirklich den. Das Jack habe ich mir einfach von Stargate hergenommen und vor allem, weil es mit meinem richtigen Namen ziemlich ähnlich klingt. Und ja, das Silence ist, ich glaube, weil ich zu oft Jeff Dunham geschaut habe. Silence, I kill you! Also so gesehen eine Zusammenwürfelung von zwei verschiedenen Welten, sag ich jetzt mal. Genau, und es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ruhig wäre, weil das ist genau das Gegenteil. Gut, dann kommen wir mal vom Namen wieder auf den Kanal zurück. Das ist immer ein Hin und Her heute. Schlimm, ihr bringt mich durcheinander. Ja. Mission gelungen. Yeah. Ja. High five, Jack, auf 3. 1, 2, 3. Bam! ihr habt jetzt schon 511, müssten es jetzt sein, 511 Abonnenten? Sowas in den Dreh? 515. Ah, 515. Boah, der Soluta weiß das ganz genau, ey. Wahrscheinlich hat er extra noch so einen Bildschirm neben seinem anderen ich Bildschirm. Ich hab so einen Ticker auf meinem Smartphone. Genau. Immer wenn dann einer dazukommt. Und wenn einer uns verlässt, der hat extra da so eine App eingebaut, dass er sogar sehen kann, wer uns da verlässt. Und dann schreibt er dann, wie kannst du nur? Ich sehe dann seine Adresse und schicke ihm dann Pferdeköpfe und so. Ja, bei 1000 explodieren dann das Handy, oder wie? Ist wahrscheinlich. Scheiße, wir haben 1000 erreicht, ich brauche ein neues Handy. Nee, ihr habt ja jetzt schon 515 Abonnenten. Habt ihr da dann noch irgendwie Größeres geplant, dass ihr jetzt sagt, ihr expandiert so gesehen und holt euch noch mehr Leute aufs Boot? Oder habt noch irgendwie, ja allgemein, irgendwie was Größeres geplant? Noch mehr Schwachsinn. Theoretisch, Pornos, ne? Also. Du machst aber alleine mit, ich bin der Kameramann. Achso, danke. Ja, gut, also wenn die Frau gut aussieht, dann ja. Nein, theoretisch Größeres geplant. Wir wollten eigentlich schon bei 250 Abonnenten wollten wir eigentlich mal einfach mal Paintball spielen gehen. Das Problem ist nur, dass wir es nicht hinkriegen, irgendwie alle mal zusammen gleichzeitig mal Zeit zu haben und dann wohin zu fahren. Ja, das wollten ist echt wir eigentlich schon mal längst machen. Mit mehr Leute ins Boot reinhauen, eigentlich, wir haben also. Es ist immer unterschiedlich, es kommen ja immer wieder mal andere dazu. Ich meine, ich spiele auch mit dem Abonnenten, wir spielen mit den Abonnenten, wenn der Solotagan auch mit dabei ist. Mhm. Ich spiele ziemlich oft mit dem Crusader, ich spiele ziemlich oft mit dem Jörg. Laserow, von dem habe ich seit längerem nicht mehr so viel gehört, aber mit dem spiele ich auch gerne, wenn er Zeit hat. Also ich spiele gerne mit anderen YouTubern oder wenn sie mich einfach fragen, hey, hast du mal Zeit, dann sage ich, ja klar, gerne, das können wir machen. Und auch wenn ich in den Spielen angeschrieben werde, dann haue ich die gerne mit dazu, ins Squad, ins Team, ins was auch immer. Und natürlich auch mit einem, mit dem ich sehr gerne spiele, ist halt auch der Knorr. Beim Knorr ist es halt nur so, dass er halt nicht viel Zeit hat. Und aber wenn er mal Zeit hat, dann spiele ich auf jeden Fall mit ihm. Dann immer Sniper-Maps, ja. Ja. Knorr, gib mir Deckung, Sniper! Ja. ansonsten, Sota, kannst du noch irgendwas ergänzen? Mir fällt gerade nichts ein. Ja, also im Grunde ist es genauso, wie Jack gesagt hat. Also theoretisch haben wir geplant, so ein Paintball-Spiel zu machen. Es ist halt nur sauschwer, das zu organisieren. Wir sind aber immer noch dran. Das heißt, wenn wir es einmal schaffen, alle zu kriegen, dann machen wir es auch. Ansonsten und dann noch mehr Abonnenten. Naja, klar, freuen wir uns und wollen eigentlich auch mehr Abonnenten bekommen. Aber vor allen Dingen wollen wir natürlich den Spaß mit den Videos vermitteln, den wir beide dann auch immer haben. Und der ja immer enorm ist. Das bedeutet, es ist jetzt für uns weniger wichtig, viele Leute jetzt zu bekommen und dann Verträge mit Firmen und so abzuschließen und ganz viel Geld zu verdienen oder so, sondern einfach nur Fun zu haben, so. Also sozusagen auf den Kanal an sich zu konzentrieren. Ich glaube, auch ein gutes Beispiel jetzt einfach mal dafür ist jetzt, weil ich zum Beispiel bei dem Singleplayer Remember Me, das ist jetzt ein Video, was gut, ich glaube jetzt von den Leuten, also von meinen Abonnenten her, wahrscheinlich nicht das große Interesse hat, aber ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel macht mir unheimlich viel Spaß, weil es hat einfach so einen genialen, manchmal so einen etwas mehr dunklen Witz, ja. So Franzosen. Witz, ja, genau. Und ich finde einfach, das Spiel zu spielen, das macht wirklich Spaß. Nee, aber jetzt fällt mir auch gerade noch ein, das wollte ich eigentlich dieses Wochenende machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe.
Und zwar bei 500 Abonnenten, da habe ich nämlich einfach mal die Abonnenten selbst gefragt, was sie denn haben wollen. Und viele sagten, ich soll eine Raumführung machen. Und gut, mein Raum ist etwas zu klein, also habe ich mir gedacht, gut, mache ich eine ganze Hausführung. Und jetzt hatte ich allerdings das Problem, dass ja mein CPU-Lüfter am Arsch war. Und ich guck mal, ob ich das jetzt noch am Wochenende hinbekomme, dass ich noch das Ganze schneide und so. Achso, Luther spielt gerade am Mikro. Ja, ich habe mich kurz rausgehen müssen, das wollte ich nicht mitten ins Mikro machen, deswegen habe ich es kurz abgenommen. Ja, wahrscheinlich sitzt der Soluta auch noch nackt vor seinem Bildschirm. Boah, das wollen wir jetzt nicht wissen. Ich blende euch dann das Bild ein. Das wollt ihr nicht sehen, Leute. Könntest du bitte dieses Bild nehmen, wo dieser ganz, 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 ganz kleine, du weißt schon, ist? Wie bei Deadpool, ich verstehe. Wie bei Scream? Ach nee, das war... Oder war es Scream? Einfach psch, psch, Jack, ist schon genau, okay. Ja, psch, psch, okay. Das war nicht mal lustig. Sonst diskutieren wir hier noch 10 Stunden. Ja. Tun wir doch eh schon, glaube ich, oder? Bis du dann irgendwann mal drauf kommst, ne? Genau. Also. Nee, ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall schon mal bei euch beiden. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Jo. Gerne, Vielen Dank ebenso. Moment, das war's schon? Naja, hallo, Zeit und so, hallo, Zeit ist Geld, Geld habe ich nicht. Ja, okay. Ey, vorhin wurde ich noch gehetzt von den beiden, ja. Oh, los, machen, ich habe so einen Zeitplan. Und jetzt, oh, das war's schon. Sag nur daran, dass mir die Lunge geplatzt ist vor lauter Lachen, ja, das ist nicht gut für mich, wenn die Lunge platzt. Warum lachst du auch? Ja, es ist grässlich, oder? Dass man lacht, ey, also schlimm. Ist das. Kannst du das nur? Wirklich? Ein böser Junge, ein... Böser Junge, ich gehöre bestraft. Ja, yeah, ich hab wieder hier so. Wo ist die Domina? Ja, Jack, ich kann mich nicht gut vorstellen in Lack und Leder. Ja, und ich kann mir gerade gut vorstellen, wie hinter dir da ein Domina steht und ich mit der Peitsche haue. Oh, ah. Lecker. Ich wollte das einfach nicht verraten, Jack. Ja, das finde ich echt uncool. Verdammt nochmal. Ansonsten verrate ich allen anderen von deinen Bondage-Abenteuern da. Erzähl. Da war das eine Mal. Ja, gut, fertig. Boah, oh mein Gott, das eine Mal, ich sehe es schon vor mir, der Film, das eine Mal. Ey, das war ein sehr verstörender Anblick, wie du da gefesselt an der Decke warst, das möchte ich nicht nochmal erleben, ja? War gefesselt an der Decke? Bondage, du weißt schon. Ich also ihr merkt schon, die beiden sind ziemlich chaotisch, deswegen muss ich da jetzt einfach mal reinfahren, sonst hätten wir jetzt hier so ein Video, so ungefähr 10 Stunden. Aber ungefähr, ja. Nur ungefähr. Ja, nein, auf jeden Fall dürfen wir gespannt sein, was da noch alles auf dem Kanal kommt und mein Abo habt ihr auf jeden Fall auch. Okay, habt ihr schon lang, das ist ja nicht das Ding. Du beobachtest mich. Nein, ich bekomme die E-Mails. Scheiße, Ich schaue mir verdammt auch noch an, warum, also ich will ja wissen, warum mich die Leute abonnieren. Soll ich mal dazu schreiben, oder? Ich hatte Mitleid. Nö, nicht. Jack, ich hab euch abonniert, denn ich hatte Mitleid mit euch. Oh, danke! Hey, der war mies, komm, das müsst ihr zugeben, der war mies. Ja, der war mies. Nee, ich guck eigentlich, was dann die Leute mal anschauen und dann weiß ich darüber meistens, warum sie mich abonniert haben. Ja, das ist gut. Du informierst dich also, was deine Abonnenten auch machen. Das ist schön. Ja, ich glaube, überwiegend ist es Planet-Zeit. Ja. Es ist eigentlich allgemein wichtig, was die Abonnenten auch wollen und was sie denken, was sie finden, wie die Videos sind und so weiter. Gerade jetzt, wir sind ja noch ganz klein, da geben wir sehr viel auf jeden einzelnen Kommentar. Das ist auch gut. Das klang jetzt gerade so im Sinne von, gerade jetzt geben wir noch 8 drauf, später wird das dann nicht mehr so sein. Naja, also ich gehe davon aus, in 3 Jahren werden es ein paar mehr Leute sein und dann kommen da jede Menge Kommentare und dann können wir leider nicht mehr so alles uns durchschauen, weil dann haben wir ein paar Tage zu tun. Und dann können wir wenig aufnehmen und das ist natürlich blöd. Lieber aufnehmen, als alle Kommentare zu lesen. So sehe ich das so. Das ist dann so das kleinere Übel wählen. Nein, Moment, das größere, bessere. Ihr wisst, was ich meine. Du bist da dann bestimmt schon ein Schauspieler von was weiß ich was und dann kannst du... Ja, 2 Oscars und... Genau, richtig. Dann sitzt du einfach den ganzen Tag und beantwortest jedes Kommentar. Das klingt gut. Genau, ich nehme dann 10 Stunden Video auf, wie ich mir die Eier kraule. Das wollen alle sehen von einem Oscar-Preisträger. Bin halt. Also gut, jetzt pst, ruhig, aus. Liebe Leute, wir hören uns demnächst wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.